Hallo, hier ist Jan und ich melde mich mit einem Upload-Plan-Video für den April im Jahr 2017. Asura's Wrath ist ja heute die mehr oder weniger letzte Folge gekommen. Es fehlen zwar noch zwei Bonus-Episoden, von denen ich schon gesprochen habe, die werde ich aber ein bisschen später machen. Wahrscheinlich an den nächsten Sonntagen oder so. Stattdessen möchte ich halt schon ab morgen mit meinem neuen Hauptprojekt beginnen. Das wäre Final Fantasy VI. Final Fantasy VI ist ein Spiel von Squaresoft, bevor es also Square Enix wurde. Ist mein persönliches liebstes Final Fantasy. Wenn ihr Bock habt auf ein RPG mit epischer Story und verdammt gutem OST, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Denn wir werden hier einiges unternehmen. Ich möchte euch so viel wie möglich von diesem Spiel zeigen, wie es halt typisch ist für meine RPG-LPs. Und mit diesem Projekt könnt ihr wahrscheinlich täglich um 13 Uhr rechnen. Ansonsten möchte ich dazu ein neues Nebenprojekt bringen, nicht mehr Uncharted 2, sondern ich dachte passend wäre wahrscheinlich God of War Chain of Olympus. Das wäre für mich der vierte God of War Ableger, den ich let's playe, genauso wie es das vierte Final Fantasy ist interessanterweise. Jedenfalls God of War, wir spielen erneut Kratos, allerdings spielt dieses Spiel zeitlich gesehen vor God of War 1. Das heißt, wir haben noch ein anderes Verhältnis zu den Göttern, haben andere Aufgaben. Wenn es euch interessiert, wem wir aufs Maul geben, ja dann seid dabei, wenn wir ein bisschen was rumwüten und die Städte unsicher machen. Alles klar, God of War könnt ihr übrigens 2 bis 3 Mal die Woche gegen 17 Uhr erwarten. Was heißt gegen 17 Uhr? Um Punkt 17 Uhr erwarten. Was das angeht, bin ich ziemlich präzise. 13 Uhr Hauptprojekt, 17 Uhr Nebenprojekt. Hier nochmal die Ansicht, damit ihr Bescheid wisst. Die Playlists dieser beiden Projekte werde ich nachträglich wahrscheinlich auch in die Videobeschreibung tun. Es kann aber durchaus sein, dass dieses Video hochkommt, bevor eben Videos öffentlich sind und ihr diese Playlist dann noch nicht unbedingt nutzen könnt. Falls ihr das aber in Zukunft ansehen solltet, also ab dem 3. oder 4. April, dann sollte das kein Problem sein. Dann könnt ihr von hier direkt drauf gehen. Ansonsten könnt ihr auch direkt über meinen Kanal die neuen aktiven Projekte finden. Alles klar, das wäre schon alles. Dann würde ich sagen, viel Spaß bei den Projekten, schaut ansonsten vielleicht bei was Altem rein, wenn ihr wollt. Wenn ihr zum Beispiel God of War die anderen Teile vorher sehen wollt, gibt's genug auf meinem Kanal. Final Fantasies habe ich auch ein paar gemacht. Von daher, bis dahin und bis dahin.